Meine lieben Gruselfreunde da draußen, seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück. Es geht weiter mit Alone in the Dark. Und wir waren beim letzten Mal im Hotel. Und wir haben auch den Schlüssel schon bekommen, nachdem wir den Safe geknackt haben. Deswegen lasst uns mal eben gucken, was jetzt unsere Ziele sind. Carnby hatte ihren Wagen von der Straße gedrängt. Er hatte Grace aus dem versinkenden Auto gezogen. Stimmt. Aber ihren Vater ertrinken lassen. Er hätte ihn retten können. So viel Zeit wäre gewesen. Ja. Aber er entschied sich dagegen. Wir erinnern uns. Stattdessen brachte er Grace zurück nach New Orleans und sammelte seinen Lohn ein. Okay. Und jetzt ist unser Ziel, erkenne psychologisches Trauma an. Suche im Krankenzimmer nach Jeremys Röntgenaufnahmen. Okay. Und wo soll das sein? Wir sind jetzt im Behandlungszimmer, ne? Empfang, Lottis Zimmer. Ich muss mal eben gucken, wo das sein soll. Labor, Krankenzimmer, da. Okay. Weinkeller. Gut, wir müssen anscheinend nach unten. Dann lasst uns mal gucken, ne? Türchen auf. Ja, guck mal. Hier waren wir drin. Hier hatten wir Schlüssel und das ganze Gedöns geholt. Dann sind wir hier rein. Und dann hier. Ja, genau. Und dann sind wir wieder hier. Das ist quasi Abkürzung, ne? Okay, alles klar. Dann lass uns mal schauen. Die Tür ist immer noch versperrt. Das heißt, wir müssen hier runter. Düster, düster, düster. So. Okay, jetzt muss ich mal eben schauen, wo wir sind. Wir sind kleiner Salon. Okay, da wollte ich gar nicht hin. Auch geil. Eigentlich wollte ich ja nach unten. Mal eben gucken, wo wir jetzt sind. Ja, hier wollte ich hin. Genau. So, jetzt müssen wir Treppenhaus nach unten und dann kommen wir rein theoretisch dahin, wo wir hin sollen. Oder? Dr. Grace Büro, Galerie, Wohnzimmer. Hier war das Zimmer. Genau. Ist blockiert. Ist blockiert, ja. So, mal eben hier schauen. Bitte nicht stören. Aha. Ich glaube, Dr. Gray ist da drin. Also wäre jetzt eine gute Zeit, um sein Büro zu durchsuchen. Ja, das haben wir doch schon gemacht. Ich will den Pflegern jetzt nicht begegnen. Ich weiß nicht, ob ich denen vertrauen kann. Naja. Verstehe. Toilette, ne? Ja. Ist blockiert. Ist blockiert, natürlich. Auch blockiert? Was? Okay. Kommen wir nicht mehr in den Keller? Das ist ja doof. Ich habe gedacht, wir müssen hier hin, aber anscheinend wohl doch nicht.
Okay. Ach, warte mal kurz. Ich will mal eben die Tür hier angucken. Nee, kann man nichts mitmachen. Da kann man auch nichts machen. Ja gut, dann müssen wir wohl wieder nach oben. Schade. Hier nochmal gucken. Nee, alles zu. Warum? Okay. So, warte mal. Lass uns mal eben gucken hier. So, Karte. Jetzt sind wir hier. Da hinten ist das Treppenhaus. Ruths Zimmer, McCarthys Zimmer. Leerer Raum. Jo. Okay. Speisekammer. Erdgeschoss. Erster Stock, Dachboden. Aha. Erdgeschoss. Ja, aber wir müssen doch in das Dings rein. Kleiner Salon, Lottis Zimmer. Veranda? Dienertreppe. Ja gut, dann... Ne? Ich halte das nicht mehr aus. Es muss aufhören. Okay, ich glaube, hier sind wir richtig. Das sieht ja cool aus. Klimpernder Mixbecher. Okay. Danke. Ist da noch was? Nee. Cool gemacht. Ich mag diesen Charme, ne? Das ist schon echt cool. So, erstmal eine Runde Schlagzeug spielen. Durch. Okay, hier wahrscheinlich auch nicht, ne? Ne. Gut. Ich muss aber trotzdem mal eben gucken, damit ich ungefähr weiß, wo ich bin. Ah ja. Okay. Jetzt sind wir hier. Boah. Tür des Todes, ey. Jo, jetzt sind wir richtig. Mal sehen, ob wir hier reinkommen. Yes. Uiuiuiuiui. Hier liegt schon was rum. Sündenbock. Okay. So sieht also ein Sündenbock aus. Interessant. Kommen wir nicht rein. Boah. Gänsehaut. Ich brauche den Schlüssel. Ich brauche den Schlüssel. Holy moly, ey. Ich scheiß mir in die Hose. Radiographennotiz. Röntgenbild. Patient Jeremy Hartwood. Mhm. Datum 14. Juni 1930. Platten. Es hat sich als schwierig herausgestellt, Jeremys Schädel richtig abzubilden. Teilweises Röntgen hat am besten funktioniert. Ein vollständiges Bild des Gehirns kann aus den einzelnen Platten zusammengesetzt werden. Beobachtungen. Selbst bei einem Blick auf eine zusammengesetzte Version verdeckt ein Schatten große Teile von Jeremys Gehirn.
möglicherweise ein Tumor, aber es ist wahrscheinlich eher ein Defekt an den Geräten. Jeremy hat heftig auf die Bilder reagiert und behauptet, er würde einen riesigen Wurm sehen, der seine Erinnerungen frisst und durcheinander bringt. Anmerkungen. Während ich den Antworten damit kein Stück näher gekommen bin, bin ich mir recht sicher, dass Burkhardt-Lobotomie alle notwendigen Teile abtrennen sollte. Okay. Alles klar. Hinweis. Die hypothetische Psychochirurgie auf Basis der Ideen von Burkhardt und der Forschung aus St. Petersburg könnte am Ende die Rettung für Jeremys Verstand darstellen. Ein Durchtrennen der Verbindungen rings um den Frontallappen könnte zumindest die meisten geistigen Leiden beseitigen. Aha. Die Prozedur wäre sowohl in der Durchführung als auch in ihrer Wirksamkeit brutal. Ein Eispickel, der am Auge entlang und in den Schädel eingeführt würde, würde die Nerven lösen wie Alexander, der den gordischen Knoten zertrennt. Da dies Jeremy recht sicher in einen veränderten Zustand zurücklassen würde, sollten zunächst alle anderen Möglichkeiten ausgelotet werden. Das medizinische Instrument, das ich für diese Lobotomie bräuchte, fehlt und ich sollte Waits ein neues bestellen lassen. Ja, besser nicht. Das ist aber echt eklig. Guck mal, auf dem Bild da mit so einem Eispickel voll durchs Auge. Nee, nix für mich. Nix für mich. So, was ist das? Sicherung. Diese Ersatzsicherung kann helfen, elektrische Ströme zu leiten, wenn man sie in einen Sicherungskasten steckt. Ach was. Okay. So, was haben wir da? Radiograph Nummer 2. Teilaufnahme eines Gehirns, die durch eine verstörende Dunkelheit gestört wurde. Okay. Da, Schlüssel. OP-Raum. Sehr gut. Eine fehlt noch, ne, oder? Ja, eine fehlt noch. Ah, gut, ist schon mal drin. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück. Guck mal, so viele Türen hier. Kriegen wir nicht auf. Aber die kriegen wir auf. Guten Tag. Hier noch ein Bild. Radiograph Nummer 1. Ja, das ist doch wieder ein Rätsel, ne? Müssen wir wieder zusammenfügen. Alter Falter, ey. Gut, dann hier nochmal. So. Guten Tag. Da blinkt was. Ach, das ist eine Aufnahme. Sicherung. Okay. Haben wir noch eine? Ich genehmige mir einen. Was? Nee. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wir sind hier nicht fertig. Was ist das hier? Ah ja. Okay. Gut, dann wieder zurück. So. Sicherung rein. Okay. Und jetzt müssen wir Strom anmachen, oder? Ja, ne? So vielleicht? Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Das ist besser.
Okay, hat funktioniert. Sehr gut. Zack. Zack, so. Jetzt müssen wir basteln. Ich nehme mal das. Kann man das drehen? Ach so. Ja, kann man. Guck mal, das ist ja geil. Vielleicht so. Das auf jeden Fall unten, wegen der Schrift, ne? So, jetzt wird's interessant. Warte mal. Lasst uns mal gucken, wie wir das am besten zusammenbasteln hier. Es muss ja... Warte mal. Ich nehme mal das. Es muss ja auch irgendwie zusammenpassen, ne? Guck mal, so vielleicht. Bin mir gerade nicht sicher. Ich nehme mal das. Drehen. So. Passiert aber nichts, ne? Sieht irgendwie voll komisch aus. Warte mal kurz. Ein bisschen drehen. So. Ja! Hat geklappt. Jeremys Finsternis. Schlüsselgegenstand. Ein zerbrochenes Stück gebrannten Tons. Die Größe bedeutet darauf hin, dass es zu einer Statue gehört. Ah, okay. Können wir uns nochmal angucken. Ja. Okay. Nice. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich weiß sogar, wo das hin muss. Wir hatten ja in diesem einen Raum mit der dicken, fetten Uhr, da waren diese hässlichen Statuetten, dass wir das da eventuell reintun müssen. Würde ich jetzt mal behaupten. Hier ist nicht viel los. Komme ich jetzt hier raus? Ja. Aber warte mal kurz. Nee. Okay, ich dachte, dass ich vielleicht mit dem OP-Raumschlüssel noch woanders reinkomme. Aber anscheinend ist dem nicht so. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Ich mache mal eine Speicherung. Ach, geht gar nicht. Ah, okay, gut. Ah! Immer wieder. Was soll ich nur tun? Oh Gott. Jetzt aber schnell. Und wir sind wieder zurück. Ideale Zeit, um sich hier mal umzuschauen. Jo, das ist jetzt der Dachboden. Cool. Ich habe mich schon gefragt, wann wir hier mal hinkommen.
Aha. Was ist das? Facettierte Scherbe. Okay, danke. Danke, danke, danke. Was ist das? Ach du Heiliger. Da haben wir das nächste Rätsel. Ach du Scheiße. Kann man das drehen? Nee, ich glaube nicht, ne? Aber guck mal, das passt schon fast. Wir müssen nur irgendwie... Jo, easy. Verwende den Talisman, um Jeremys Geist zu öffnen. Was ist das? Ein Getränk. Ich weiß gar nicht, ob ich seinen Geist öffnen will. Na komm, wir machen das mal. Ach, warte mal. Guck mal, da steht ja was drauf. 6, 4, 1. Okay, 6 ist wohl richtig. 4. Jo, mega. Jetzt bin ich gespannt. Ich höre schon wieder Wasser. Okay, wir sind auf jeden Fall woanders. Okay, müssen wir hier runter? Ja. Oh, nein, ist das... Ist das Jeremys Versteck? Hallo? Ist da jemand? Jeremy? Warte, können Sie mich hören? Jeremy, wo sind Sie? Der Motor ist hinüber. Ich kann nichts mehr tun. Halten Sie durch, Jeremy. Ich überlege mir was. Ich mache das Boot startklar. Jo. Abgefahren. Bin jetzt im Kreis gelaufen, ne? Da kann ich nicht hin. Ja, dann bleibt nur diese Richtung. Boah, ist das gut gemacht. Alles so ein bisschen, ja. Ne? Okay, das kann ich nicht kaputt machen. Was haben wir hier? Ah! Hau ab! Alter! Was sind das für Viecher? Geht's raus? Da geht's runter. Das Boot hat sich in dieser sumpfigen Stelle festgefahren. Wenn ich den Motor zum Laufen kriege, kann ich vielleicht rückwärts wieder auf den Fluss fahren. Ja, ja, klar. So wie das aussieht, fährt das Ding nirgendwo hin.
kurz. Wir gehen nochmal zurück. Mal eben einen Schluck trinken. Guck mal, da ist eine Tür. Ach so, da komme ich gar nicht rüber. Verstehe. Gut, dann müssen wir tatsächlich hier lang, ne? Mal ein bisschen gucken. Da geht's nach oben. Hier geht's runter. Ah. Didim. Da geht's nicht weiter. Okay. Ja, da müssen wir wohl von oben rein, denke ich mal, ne? Reinspringen oder so. Guck mal, was zu trinken, das ist immer gut. Da können wir nicht meckern. Hier ist nichts. Da auch nicht. Lampe? Ach, guck mal. Gut, dass ich das gesehen habe. Alte Kackvieh. Aber ich denke mal, wir werden hier gleich wieder einige Viecher zu Gesicht bekommen. So, guck mal, jetzt haben wir den Shortcut aufgemacht hier. Ja, jetzt sind wir hier. Ja, ist okay. Bleiche Maske. Okay. Ja, jetzt sind wir genau auf der anderen Seite. Aber was bringt uns das? Habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Kann man hier runter? Nee. Und was zum Sammeln ist hier auch nicht. Gut. Ich gehe trotzdem nochmal hoch. Nochmal eben gucken. Guck mal, hier sind wir eben gewesen. Hier ist die Bimmel. Finde einen Weg zum Maschinenraum. Moment. Ah, ja. Hm. Da kann man was drücken. Mal gucken, liegt hier was rum? Nö. Aber hier kann man rein. Ups. Ich habe keine Kugeln mehr. Alter, krass, wie viel die abkönnen. Safe. Ja, Muni, das ist schon mal gut. Aber hier können wir auch nichts machen. Das ist ja komisch. Mal eben durchladen. Aha. Kiste. Mhm. Guck mal. So kommen wir also auf die andere Seite. Oh. Ach, geschlossen.
her. Vorschlaghammer. Ja, ich glaube, den können wir mal mitnehmen. Beil ist auch gut. So. Tür öffnen. Okay. Komme ich hier irgendwie runter? Nee. Geht nicht. Da auch nicht. Aha. Muni. Siehste, habe ich vorhin übersehen. Krass. Ladies and Gents. Das sieht ein bisschen marode aus. Ich muss es nur irgendwie aufbrechen. Ja. Tada, geht doch. Easy. Nur, dass das hier so komisch blutig aussieht, gefällt mir ja nicht so. Guck mal hier. Der ganze Boden ist irgendwie ein bisschen versifft. Ist das schon der Maschinenraum? Hier fehlt Treibstoff. Okay. Leerer Treibstoffbehälter. Gut. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir Treibstoff finden. Vielleicht nochmal eben eine Speicherung machen. Ich glaube, das könnte ganz gut sein. So. Genau. Sicher, sicher. Nichts drin, okay. Okay. Voller Treibstoffbehälter. Gut. Was gibt's hier hinten? Nichts. Okay. Zack, gibt's sogar eine Trophy. Aufgeweckt. So, wieder hochklettern. Ich höre Musik. Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut durch die Mucke. Gut, dass ich gespeichert habe. Eieiei.
Auto. Einmal wieder nach oben. Na, wo ist es? Komm her, zeig dich. Ich habe keine Kugeln mehr. Ah, das sind ein paar mehr. Ich geh mal außen rum. Da habe ich mich gerade erschrocken. In Angst. Thank you.
Vor 30 Jahren. Frederick verließ sich auf meinen Tod. Das macht alles keinen Sinn. Hey! Ich hab alle betrogen. Hab meine Rolle nicht gespielt. Hey. Bin meinem Tod entkommen. Meinem Schicksal. Hey, ich bin auch da. Was zur Hölle passiert hier? Jetzt ist alles falsch. Nichts, wie es sein muss. Ich bin auch da. Ganz ruhig, Mr. Carnby. Was wollen Sie? Sie haben Sie nicht eben mit Jeremy geredet? Ich habe Jeremy heute noch nicht gesehen. Alles in Ordnung, Detective? Nein, also ich glaube nicht. Also vielleicht. Ich muss gehen. Okay. Ich muss zu Jeremy. Gut. Sagen Sie, wenn Sie ihn gefunden haben. Mhm. Okay. Wenn die Behandlung wie Gift ist. Jeremy rief um Hilfe, aber Carnby konnte nicht herausfinden, woher die Stimme kam. Für einen Moment fragte Carnby sich, ob das Dampfschiff selbst Jeremy war oder ob er sich irgendwie darunter befand. Aber gerade spielte das keine Rolle. Jeremys Wunsch war eindeutig. Er wollte, dass Carnby das Dampfschiff in Gang setzte und aus dem Schlamm hinaus bewegte. Ja. Okay. Das wird ja immer besser. Besuche Dr. Gray in seiner Wohnung. Alles klar, Freunde, alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir wieder viel geschafft. Machen wir hier an dieser Stelle ein kleines Päuschen und sehen uns dann bald mit einer neuen Folge an diesem Punkt wieder. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Langerspielen. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und wie immer, tschö, mit Ö.